Hallo, ich bin Lea. Ich lerne den Ausbildungsberuf der Zerspannungsmechanikerin. Zu dem Beruf Zerspannungsmechanikerin bin ich gekommen, da ich bei der Pilz GmbH von der Schule auch schon mal war. Dadurch habe ich auch den Kontakt mit Metall gehabt und daran sehr viel Gefallen gefunden. Und deswegen habe ich mich halt umgehört, was es da so für Berufe gibt, wo man sowas halt machen kann. Und da bin ich halt auf Zerspannungsmechanikerin gekommen und das klang sehr gut. Dort geht es viel um Dreh- und Frästechnik, auch viel Feilen und Metallbearbeitung. Jetzt bin ich im zweiten Lehrjahr, dann bin ich jetzt an den Dreh- und Fräsautomaten. Das macht sehr viel Spaß. Es wird wenig an konventionellen Dreh- und Fräsmaschinen nur noch gearbeitet, da Produktion schneller geht. Und das Programmieren steht ganz oben und das lerne ich jetzt in meiner Ausbildung in der Pilz GmbH, also im Betrieb, sowie auch in der Berufsschule. Ich finde, dass Mädchen vielleicht auch genau im Speziellen dafür gut sein können, weil es nicht nur damit zu tun hat, schwere Metallklötze von A nach B zu tragen. Es hat auch viel mit Feingefühl zu tun, sehr viel Maßgenauigkeit. Und das, denke ich mal, liegt manchen Mädchen sogar besser, dadurch, dass sie mehr Fingerspitzengefühl vielleicht haben als Jungs.